Hallo bei Klein und Umgebung, ich begrüße Sie heute zu unserer fünften Sendung ab dem 16. Februar 2019, heute aus unserem Aufnahmestudio Buchenring 2. Wir Schüler der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend auf diesem Kanal laufend zu sehen. Heute bin ich, Polina, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Verantwortung für die Regie und Produktion hat in diesem Monat Leonie Kastan. Die Studiokamera und der Ton war in der Verantwortung von Philipp. Was haben wir heute im Programm? Bad Klein vor Ort mit den Nachrichten aus der Region von Bad Klein. Jetzt aber erst zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummern vom Zweckverband des Wismar und der WEMA-COM in Schwerin. Jetzt haben wir für Sie die Filmberichte aus Bad Klein und Umgebung. Produziert und bearbeitet wurde es von uns Schülern der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. Ich berichte heute vom Arbeitslosenverband in Bad Klein. An meiner Seite ist jetzt Lili. Hallo Lili. Hallo. Was machen Sie hier beim Arbeitslosenverband? Ja, Mittwochnachmittag haben wir hier im Arbeitslosenverband unsere Kaffeerunde und das wird gut angenommen. Kaffee und Kuchen ist immer reichlich auf dem Tisch und anschließend wird noch ein bisschen geklönt. Machen Sie das hier zum Zeitvertreiben? Zeitvertreib, man ist ja schon im gesetzten Alter und man will ja immer noch den Kontakt zu anderen Leuten haben und das ist schon in Ordnung, dass wir denn nicht so ganz alleine zu Hause umherwurschteln, dass wir hier sind und ja, viele Sachen auch unternehmen, Busfahrten und auch Feierlichkeiten und ja, wir haben auch eine Frauengruppe hier, die Handarbeit macht oder eine Malgruppe, die dann auf dem Dienstag hier sind und dann auch schöne Bilder werden dann auch ausgestellt. Ja, Karten wird hier gespielt. Also hier ist fast jeden Tag etwas los. Machen Sie das gerne hier? Ja, vor allen Dingen schon allein wegen dem Kuchen wird selbst gebacken, Kuchen gekauft. Wie viele Leute sind hier? 18 bis 20 Leute sind dann hier immer anwesend. Im Verein natürlich sind wir mehr, ne, aber zu dieser Kaffeerunde sind wir so ja, 18 bis 20 Leutchen. Frau Janelt hatte Geburtstag gehabt und die hat den Kuchen heute spendiert. Hat wunderbar geschmeckt. Ja. Wir halten das so, wer Geburtstag hat, der gibt dann immer eine Kaffeerunde aus. Wir haben Sie beim Schlachtefest in Dorfmicklung vermisst. Was haben Sie da gemacht? Ich habe das 10 Jahre hintereinander gemacht und das heißt, da wurde das Schwein geschlachtet. Es kam zwar schon tot an, aber es wurde dann auch fertig gemacht, das heißt abgebrüht, so wie das auch sein muss, abgebrüht und auseinandergenommen. Und anschließend kam dann der Tierarzt, hat das Schwein für gut beachtet, ob das gesund ist. Und dann ist das nachher zum Verkauf angeboten worden. Letztes Jahr bin ich krank gewesen und dann hatten sich andere Leute genommen. Und dann, wie gesagt, dieses Jahr waren genug da gewesen. Ich war aber trotzdem da beim Schlachtfest. Ich habe mir die Blasmusik von Neukloster angehört. Dankeschön für das Interview. Danke auch. Aber ihr habt das gut gemacht vom ASB. Ich war begeistert. Muss ich ja mal so sagen. Ja. Der Tee war lecker. Ihr wart. Guten Appetit. So. Jetzt kriegen wir den. Danke, ich habe Hunger. Aber es schmeckt gut. Mit Liebe gemacht. Wirklich schön. Hervorragend. Schmeckt. Wie immer. Möchten wir auch nicht missen? Nee. Dann wären wir ganz traurig, wenn das mal. Das haben wir ja schon. Nicht so dicht. Ich sag, der Arbeitslosenverein gehört zu Bad Klein. Wenn der mal eingehen würde, also, das geht nicht. Der Arbeitslosenverein unterstützt auch sehr viele Bürger aus Bad Klein. Zum Beispiel mit der Tafel, mit dem Gebrauchtwaren, wollen mal sagen, mit den gespendeten Sachen, die die Leute hier abgeben. Das ist doch alles notwendig für Bad Klein. Und es wäre schade, wenn es den nicht geben würde. Das war mein Beitrag B im Bad Kleinen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Jamm. In Bad Kleinen und seinen
Ich begrüße Sie hier aus Dorf Mecklenburg, aus dem Agrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Und Sie wissen doch, im Februar wird ein Schwein an Haken gehangen. Und das sehen wir uns an. Mal sehen, ob es diesmal anders ist. Aber garantiert ein Schwein. Und für alle, die das nicht sehen möchten, die gehen jetzt an den Kühlschrank und holen sich eine Milchschnitte. Zum 12. Mal gab es eine Lehrstunde zum Thema Schweineschlachtung auf dem Gelände des Kreis Agrarmuseums. Volksfeststimmung mit Blasmusik in Dorf Mecklenburg. Schon eine Stunde vor dem Spektakel kamen die Menschen zuhauf, um dem Fleischer auf die Finger zu sehen. Dann ward es soweit. Das Schwein, die Sau, war ausgeblutet geliefert worden und die größte Sauerei blieb dem Zuschauer also erspart. Das Team um Fleischer Jörg Dagel bereitete das Tier zum Schaben vor. Die Sau wurde gebrüht, die Glocken schabten die Borsten ab. An die Wand gehievt und ein Schluck zur Stärkung. Gekonnt wie ein Entertainer moderierte Jörg Dagel sein Tun. Er erläuterte dem interessierten Zuschauer die Fleischbezeichnungen und Verwendung im Weiteren. So, wir fangen an mit dem Ausnehmen. Ich habe dann hier als erstes mal die Blase. Wer heute Presskopf gekauft hat bei mir, kann sich sicher sein, in so einer Blase ist der drinne. Ja? Aber nicht wieder zurückgeben, ja? Also, ne? So, dann haben wir weiter hier den sogenannten Mastdarm, das sogenannte Fettende. Da kommt rein, wenn man bei der Wurstproduktion ist, Schlackwurst. Die Lunge haben wir auch noch dran hier an diesem Teil. Und jetzt haben wir Blut, ne? Zunge, Lunge, Herz. Welche Wurst in welchen Darm? Wo liegt der Kamm? Und wo versteckt sich zuletzt das Ländchen? Bei einem Kaffee oder einem Bier lernten die Besucher, in wie viele Teile so eine Sau zerlegt wird. Wem das zu unangenehm war, der nutzte die Angebote vom Kuchen bis zum Käse. Ein lehrreicher Februarvormittag in Dorf Mecklenburg ging gegen 14 Uhr zu Ende. In Dorf Mecklenburg gibt es seit 25 Jahren das vereinsgeleitete Tierheim. Ein Grund zu feiern, fragte sich Doris Neumann, die ehrenamtlich dem Verein beisitzt und das Tierheim leitet. Seit 25 Jahren kümmern der Verein, Helfer sowie Sponsoren sich um die vergessenen Tiere. Tierschutz ein Thema für sich, genauso wie der Umgang mit Tieren. Das Fest, trotz nachdenklicher Töne, auch ein Statement für 25 Jahre Liebe zum Tier und ehrenamtliche Arbeit. 25 Jahre Tierheim Dorf Mecklenburg ist wirklich ein Grund zu feiern. Wenn wir überlegen, wie das angefangen hat, dass wirklich eine Handvoll Tierfreunde einfach gesagt hat, so, wenn die Stadt kein Tierheim baut, dann bauen wir eben jetzt selber eins. Und erst die Tiere, die noch zu Hause betreut haben und so weiter. Und wenn man heute guckt, das ist ein kleiner Betrieb geworden und darauf sind wir sehr stolz. Und wer jetzt uns gesehen hat, wo kann er sich dann melden, wenn er doch noch spenden will, weil er ein Herz für die Herzen hat? Also immer im Tierheim natürlich, jederzeit. Hier bei uns in der Halle auch, da haben wir eine kleine Spendenbox, wer also jetzt noch was geben möchte. Und ansonsten natürlich auf der Homepage die Kontonummern angucken, überweisen, geht immer. Um zu feiern und dabei die Tiere doch nicht zu sehr zu stören, gingen alle Beteiligten in die Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg. Da gab es neben vielen Berichten über den Ausbau des Heims und die Hundehauseröffnung so mancherlei Anekdote aus der langen Geschichte des Vereins. Über die Zukunft wurde auch gesprochen. Schließlich wurde das Eintrittsgeld für das neue Katzenhaus gesammelt. Ein wenig Geselligkeit und später am Abend ein DJ und die Boogie Beatbusters unterstützten den Benefizabend musikalisch. Am Samstag waren die Handballerinnen vom SC Eisterteil Langenhorn 1 zu Gast in der Mehrzweckhalle an der Bürgermeisterhauptstraße. Die Nordhamburger siegten im Hinspiel und sie waren auch diesmal gewillt, etwas zu reißen. Wismar im Abstiegskampf mit dünn besetztem Kader, schon etwas gezeichnet. Mit 19 Spielerinnen kamen die Gäste, die TSG startete mit 14. Das erste Tor netzten die Gäste nach 1:11 ein. Sarah Dühl kam nach 3 Minuten zum Zug. Danach wieder die Gäste nach 6 Minuten, zeigte sich eine gefährliche Nummer 10, Franziska Miegel zum 1:3. In der 14. Minute kam Stefanie Laas zum 3:4 und 26 Sekunden darauf wieder Miegel zum 3:5. Aber solch schnelle Szenen gab es wenig.
Nach der 17. Spielminute und einem 7-Meter-Wurf von Laura Neu nahm Christian Landa beim Stand von 4:7 eine Auszeit. Umstellung und Wismar punktet. Gleichstand 7:7 in der 21. Minute durch Vivien Milrath. Das Spiel steigerte sich, wurde roher. 6 Verwarnungen, 5 Zeitstrafen und 6 7-Meter-Entscheidungen fielen insgesamt in dieser Begegnung. Mit einem 10:10 durch Julia Fritsche vom SC Alstertal ging es in die Pause. Alles offen. Seitenwechsel und die Gäste legen los. 10:11, doch Wismar kontert. Pinkus, Lars, Pinkus und Wismar führt mit 13:11. Geht doch, dachten nun alle. Und jetzt weiter. Nach dem 15:12 durch Stefanie Lars nahm Olaf Schimpf, der Gästetrainer, eine Auszeit. Tor und Gegentor. Wismars Damen hielten sich wacker. Mit solch einer Frau im Tor geht das ja. Beim 19:15 durch Christine Wolter sah es in der 48. Minute doch ganz gut aus. Noch knappe 11 Minuten Spielzeit. Und schon muss Christian Lander in der 49. Minute wieder eine Auszeit nehmen. Es stand nun 20:16. Dann noch ein verworfener 7 Meter. Schade. Dennoch hatte Wismar viel Glück in diesem Spiel und eine grandiose Mannschaftskapitänin Justine Spierling zeigte sich im ganzen Spiel unglaublich stark. Letztendlich ging es mit einem Sieg beim 21:19 zu Ende. Zum nächsten Auswärtsspiel nach Wattenbeck. Viel Erholung bleibt da nicht. Ja, uns ist natürlich die Luft ausgegangen. Ne? Guckt man uns den Kader mal an, haben wir wirklich nur 12, 13 Spielerinnen, haben 2 angeschlagene Spielerinnen oder eigentlich 3. Ne? Ed konnte die ganze Woche nicht trainieren, weil sie wirklich mit Fieber im Bett lag. Sarah hat in der Erkältung, konnte nicht trainieren. Svea hat dazu auch noch Rückenschmerzen. Ja, da hältst du keine 60 Minuten das Tempo durch. Darum ist es nachher nochmal eng geworden, aber die Mädchen haben sich belohnt, haben Vollgas weiterhin gegeben. Und natürlich muss man sagen, wir haben Glück, wir haben uns einen guten Vorsprung herausgearbeitet, den haben wir in Erlangen nur verwaltet, aber das gehört auch zum Sport dazu. Am 9. März folgt das Heimspiel gegen den Tabellen-9. SV Hennstedt-Ulzburg. Mannschaftskapitänin Justine Spierling fasste das Samstagspiel so zusammen. Knoten geplatzt. Ja, für uns ist jedes Spiel ein Spiel gegen den Abstieg und ich glaube, das hat man heute gesehen. Wir haben es hinten raus wieder ganz schön spannend gemacht, aber die Zuschauer sollen ja auch was geboten bekommen für ihr Geld. Ne? Verpassen Sie nicht das vorletzte Heimspiel. Ab 16 Uhr am 9. März. Die Mannschaft braucht Sie. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit, bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung ab dem 23. Februar 2019 wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Regie und Moderation hatte ich, Polina Kaminska. Ihr Lokalfernsehteam der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen und der Regionalschule am Schweriner See in Bad Klein. In der nächsten Woche ist an diesem Platz Lara. Und tschüss. Ihre Polina. Ihr linke Frege, der große Denker, steuert heiter uns das Band. Ihr in das Kleine.